Ja, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Und ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Die Frage, die ihr mir gestellt hattet, war ja die, wo stehen wir eigentlich im Kampf um gute Arbeit? Und jetzt kann ich eigentlich nur sagen, ja, hinter den Kolleginnen und Kollegen von Vivantes. Aber ihr habt mich gefragt, meine Antwort ist, im Kampf für gute Arbeit stehen wir mittendrin und wir haben noch richtig viel Strecke vor uns bei der Aufholjagd für gute Arbeit, die nötig ist. Und deshalb freue ich mich wirklich, dass ich über die Gelegenheit hier mal darstellen zu können, was eigentlich aus gewerkschaftlicher Sicht für zentrale Herausforderungen anstehen und darüber mit euch zu diskutieren. Und herzlichen Dank für die Einladung. Zentrale Frage ist und bleibt trotz der erfreulich guten Konjunktur die massive Spaltung am Arbeitsmarkt. Deutschland hat ja nach wie vor den größten Niedriglohnbereich im westlichen Europa und hier muss jede fünfte schuften. Und da hängen viele, wie ihr wisst, in prekären Beschäftigungsverhältnissen fest. Das heißt dann Outsourcing, das heißt aber auch oft erzwungene und nicht existenzsichernde Teilzeitbeschäftigung, Leiharbeit, Befristung, Minijob, Missbrauch von Werkverträgen, Flucht aus Tarifverträgen. Kurz, wir sind von guter Arbeit also immer noch meilenweit entfernt. Und ich glaube, um da hinzukommen, ist ein ganz entscheidender Schritt neben der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die eine Daueraufgabe ist, die Eindämmung von prekärer Beschäftigung. Das muss nach wie vor ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Weil hier müssen wir endlich weiterkommen und ich will da nur zwei Themen rausgreifen, die zeigen, wie groß der Handlungsbedarf da ist. Das eine sind die Befristungen und das andere der Missbrauch von Werkverträgen. Und zu Werkverträgen hat die Große Koalition in der vergangenen Legislatur ja leider nichts hingekriegt, was irgendwie helfen würde, sondern das geht ja munter weiter. Wie es mit Outsourcing weitergeht, haben wir eben gehört, aber es ist so, dass die großen privaten Klinikbetreiber, also Asklepios, Helios und wie sie alle heißen, inzwischen ja auch aus Werkverträgen einfach das Letzte noch rausholen. Und da ist inzwischen aus dem Krankenhausbetrieb eine ganz unübersichtliche Menge von konzerneigenen Kleinstbetrieben gemacht worden. Ähnlich wie das jetzt eben von Vivantes auch geschildert worden ist, da ist für die Rezeption, für den Bettentransport, die Essensanlieferung, das Tablettabräumen, die Geriatriestation, die Physiotherapie und so weiter, die Reinigung, das sind dann alles einzelne Firmen, Tochtergesellschaften, Enkelgesellschaften und da bleibt dann nicht nur die tarifliche Bezahlung auf der Strecke. Also bei Helios bekommen die Kollegen und der Tochter- und Enkelgesellschaft bis zu 40% weniger als die noch in der ursprünglichen Gesellschaft sind, sondern also auf der Strecke bleibt eben auch der Betriebsrat und die Mitbestimmung. Und das ist nicht nur in der Pflege ein großes Problem, sondern diese Phänomene des Outsourcings und des Missbrauchs von Werkverträgen haben wir auch in der Logistik, am Bau, in den Werften, in der Fleischindustrie. Und das einzudämmen, da ist und bleibt der Gesetzgeber gefordert. Das wird nicht einfach betrieblich zu regeln sein, sondern da brauchen wir klare Regeln, die den Missbrauch eindämmen. Da haben wir Vorschläge auf den Tisch gelegt, da sind auch in der Broschüre, über die wir heute hier diskutieren, zum Normalarbeitsverhältnis Vorschläge drin. Wichtig ist, dass wir hier wirklich vorankommen und dass wir nicht zulassen, dass dieses Problem immer mehr sozusagen aus dem Fokus rutscht, und wir in diesen Bereich des Arbeitsmarkts überhaupt nicht mehr reingucken. Das ist uns als Gewerkschaften ein dringendes Anliegen, dass hier wirklich was passiert. Das gilt auch für den überbordenden Wildwuchs von Befristungen, den wir haben. Kettenbefristungen, sachgrundlose Befristungen. Und gerade die sind ja nichts anderes als ein bequemes Instrument für die Arbeitgeber, um die Probezeit zu verlängern. Und ich glaube, das Ganze ist eben auch ein Demokratieproblem, weil wer nur einen befristeten Vertrag hat, traut sich doch kaum, sich mit dem Chef anzulegen, weil er dann Angst hat, gleich auf der Straße zu stehen. Und ich glaube, für uns in der Gesellschaft hier muss doch klar sein, der aufrechte Gang darf auch im Betrieb nicht zur Mutprobe werden. Und umso größer, finde ich, muss unsere Wertschätzung für den Kampf von Kolleginnen und Kollegen dann für ihre Rechte sein, aber auch für betriebliche Mitbestimmung in den Bereichen, wo Befristungen üblich sind.
wie zum Beispiel die Wertschätzung für die erfolgreiche Betriebsratsgründung bei Deliveroo in Köln. Das, finde ich, sind dann wirklich Zeichen, die zeigen, das geht dann in die richtige Richtung und braucht ganz dringend unsere Unterstützung. Aber ich finde, es darf einem nicht so schwer gemacht werden, ein normales demokratisches Recht auch wahrzunehmen. Und da ist das, was bei den Befristungen die Große Koalition jetzt vereinbart hat, bleibt weit hinter den Erwartungen der Gewerkschaften zurück. Was da steht, ist viel zu bürokratisch und zu kompliziert, und für Beschäftigte in Betrieben mit weniger als 75 Beschäftigten hilft es leider nichts. Aber ich glaube, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist gut, dass die neue Regierung das Thema Befristung aufruft, trotz massivem Widerstand der Arbeitgeber. Und das gibt denen, die mehr wollen, als in diesem Vertrag drinsteht, ja gute Möglichkeiten, das auf den Tisch zu bringen, was sich denn ändern muss und was besser werden muss. Das werden wir als Gewerkschaften nutzen. Ich bin sicher, ihr werdet das auch nutzen. Denn ich glaube, was wir brauchen, und zwar als Normalfall in dieser Gesellschaft, das sind eben gute Arbeitsplätze mit Perspektive und insbesondere für junge Leute zur weiteren Lebens- und Familienplanung. Da kann es nicht sein, dass man in diesen Befristungen stecken bleibt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, inzwischen ist mit dem gesetzlichen Mindestlohn dem ungebremsten Druck nach unten am Arbeitsmarkt ein Riegel vorgeschoben, und ich glaube, das ist nicht nur ich glaube, sondern ich bin sicher, das ist gut so, da haben wir lange für gekämpft. Der Mindestlohn ist zu niedrig, klar, hat immer noch unsinnige Ausnahmen, wird nicht genug kontrolliert und immer wieder systematisch umgangen. Da werden wir dranbleiben müssen, ich weiß, mit eurer Unterstützung, denn ich bin davon überzeugt, ein Riegel, der den Druck nach unten am Arbeitsmarkt aufhalten soll, der muss auch die Tür nach unten wirklich geschlossen halten. Aber klar ist auch, Mindestlohn, das ist das Mindeste, Tariflohn, das ist besser. Und deshalb fordern die Gewerkschaften mit Nachdruck, dass eben wieder mehr Beschäftigte in den Schutz von Tarifverträgen kommen. Mit Tarifverträgen steht man sich besser beim Urlaub, beim Lohn, bei der Arbeitszeit, bei vielem anderen. Und ich finde, es ist einfach fatal, dass inzwischen im Westen nur noch knapp 60%, im Osten knapp 50% der Beschäftigten überhaupt unter den Schutz von Tarifverträgen fallen. Und das muss sich ganz dringend ändern. Und da hilft, glaube ich, überhaupt nichts das sonntäglich hohe Lied der Politik über den Wert der Tarifautonomie. Und gleichzeitig forcieren die Arbeitgeberverbände die Tarifflucht noch, indem sie ihren Mitgliedsunternehmen sogenannte OT-Mitgliedschaften anbieten, also ohne Tarifbindung. Da gibt es dann alle Vorzüge und Rechte der Verbandsmitgliedschaft, aber vor den Pflichten können sich die Mitglieder dann drücken, nämlich der Pflicht, die Beschäftigten auch nach Tarif zu bezahlen. Ich finde, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das ist komplett inakzeptabel. Jetzt steht im Koalitionsvertrag ziemlich konkret drin, dass es einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag in der Altenpflege geben soll, um die katastrophalen Bedingungen dort zu verbessern. Das ist dringend nötig, gar keine Frage. Aber ich glaube, das wird kein Selbstläufer, sondern ich glaube, da werden wir für die Umsetzung mit Sicherheit noch gemeinsam streiten müssen. Und es geht ja nicht allein um die Pflege, sondern es geht ja darum, dass insgesamt allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen erleichtert wird. Wir hatten früher, du hattest das, Bernd, ja eben im Pressegespräch schon nochmal angesprochen, im Einzelhandel ja Anfang dieses Jahrtausends noch eine sehr hohe Tarifbindung über allgemeinverbindliche Erklärung, die lag zwischen 80-90%. Inzwischen sind wir bei 30, wenn ich das richtig sehe, die noch unter Tarif fallen. Es gibt eine Kampagne von Verdi beim Einzelhandel für die allgemeinverbindliche Erklärung, für einen Tarifvertrag, der für alle gilt, weil der Haken ist doch, wenn so viele Arbeitgeber nicht in der Tarifbindung sind, dann unterbieten sie ja all die, die anständig bezahlen und nach Tarif bezahlen. Und dem muss dringend ein Riegel vorgeschoben werden, weil sonst haben wir hier eine Abwärtsspirale, die zulasten der Beschäftigten geht. Das Vetorecht, mit dem die Arbeitgeber heute im Tarifausschuss im Bundesarbeitsministerium jede Initiative der Gewerkschaften blockieren können, und die BDA übrigens selbst den Arbeitgeberverband der Branche ins Leere laufen lassen kann, dieses Vetorecht der Arbeitgeber, das muss der Gesetzgeber abschaffen, das ist überfällig. Und helfen würde eine kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen, dann hätte das Möbelhaus Lutz
sich vielleicht nicht in seine Einzelteile zerlegt und eine eigene Gesellschaft für das Schlafzimmer, eine eigene Gesellschaft für die Küche, eine eigene Gesellschaft fürs Badezimmer und so weiter und so weiter und dabei ein Schlupfloch aus der Tarifbindung gefunden und all die einzelnen Gesellschaften haben mit Tarifen überhaupt nichts mehr zu tun. So kann das nicht funktionieren, da brauchen wir die kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen, so einfach darf es einem nicht gemacht werden. Lasst mich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, noch ein Thema ansprechen, was in der Frage, in unserem Kampf um gute Arbeit nicht fehlen darf, sondern im Gegenteil von ganz entscheidender Bedeutung ist, die Arbeitszeit. Sibylle hat ja die gesellschaftliche Dimension der Arbeitszeitfrage vorhin schon umrissen. Worüber ich froh bin, ist, dass die Gewerkschaften hier jetzt nach vorn gegangen sind. Die jüngsten Tarifabschlüsse der IG Metall, aber auch von der IG BCE, von der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft oder Verdi sind wegweisend für mehr Flexibilität im Sinne der Beschäftigten. Gerade bei der IG Metall Tarifauseinandersetzung, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber ich fand es da deutlich spürbar, wie groß der Rückenwind in der Gesellschaft dafür ist, dass Arbeitszeiten eben auch zum Leben passen müssen. Hier sollen ja dann eben nicht oder hier dürfen nicht wie bisher allzu oft allein die Arbeitgeber die Ansage haben, sondern es geht eben um Wahlmöglichkeiten für die Beschäftigten, um Vereinbarkeit, auch für die, die nicht so viel verdienen, um sich einfach mehr Zeit kaufen zu können. Und diesen Rückenwind, der hier in der gesellschaftlichen Diskussion, in der Tarifauseinandersetzung spürbar war, den müssen wir nutzen und da müssen wir die gesellschaftliche Diskussion vorantreiben. Und in dem Sinne finde ich auch die Vorschläge für neues Normalarbeitsverhältnis, die hier auf den Tisch gelegt werden, einfach sehr gut, weil sie genau diese Diskussion, denke ich, vorantreiben, die geführt werden muss. Aber hier ist bei der Arbeitszeit auch der Gesetzgeber gefordert und dazu gehört der Weg aus der Teilzeitfalle, in der gerade heute viele Frauen stecken. Und da nimmt der Koalitionsvertrag jetzt zwar einen zweiten Anlauf, um das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit umzusetzen, aber leider ist auch das, ähnlich wie bei der Befristung, an so viele Voraussetzungen gebunden, dass unklar ist, wie viele Menschen denn letztlich da wirklich was von haben werden. Und nach meinem ersten Eindruck bleibt der Gesetzentwurf dann nochmal hinter dem zurück, was der Koalitionsvertrag festgelegt wird. Wir werden als Gewerkschaften mit Nachdruck darauf drängen, dass hier nicht nur Scheinlösungen beschlossen werden, sondern wir müssen, ich meine, die Tendenz ist ja immer, auch bei der Großen Koalition, dass das Thema abgeräumt wird und nicht das Problem. Aber andersrum wird ein Schuh draus, wir müssen das Problem endlich lösen. Wir fordern als Gewerkschaften bei der Arbeitszeit, dass Flexibilität endlich auf das Konto der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen muss und dass das nicht wie bisher so ist, dass die Arbeitgeber alleine profitieren. Wir wollen mehr Mit- und Selbstbestimmung bei Dauer und Lage der Arbeitszeit durchsetzen. Das halte ich für ganz entscheidend und dafür brauchen die Kolleginnen und Kollegen Rechtsansprüche, die auch durchsetzbar sind. Ein Rechtsanspruch zum Beispiel auf Zeit für Weiterbildung, ein Rechtsanspruch auf Aufstockung der Arbeitszeit und andere Dinge mehr. Rechtsansprüche, die auch durchsetzbar sind, Ressourcen, um Weiterbildung oder Vereinbarkeit auch in die Tat umsetzen zu können, das kostet ja Geld, auch wenn man eben nicht zu den Bestverdienenden gehört. Und nötig sind Beteiligung und Mitbestimmung der Beschäftigten, damit das Ganze dann auch wirklich in ihrem Interesse verabredet wird. Das sind Gestaltungsrechte, die wir fordern bei der Arbeitszeit und wir fordern Schutzrechte, damit Gesundheit und eigene Lebensplanung nicht auf der Strecke bleibt. Und da, das sehen wir ja jetzt schon, werden wir in einen grundlegenden Konflikt laufen. Die Arbeitgeber drängen ja zusammen mit der FDP und dem Wirtschaftsflügel der Union mit aller Vehemenz auf die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, also der täglichen Höchstarbeitszeiten, und wollen die Ruhezeiten, die heute das Arbeitszeitgesetz vorsieht, schleifen. Aber da kann ich nur sagen, Österreich ist in seiner politischen Konstellation in keiner Weise ein Vorbild für uns, ganz im Gegenteil. Und mit uns ist das nicht zu machen. Und da müssen wir den Federhandschuh aufnehmen und sagen, Hände weg vom Arbeitszeitgesetz. Denn wir wissen doch, die Öffnung des Arbeitszeitgesetzes ginge massiv auf die Knochen der Beschäftigten zulasten ihrer Gesundheit. Das zeigen alle wissenschaftlichen Studien, nicht nur die der Bauer. Und das Argument mit dem 8-Stunden-Tag, da wären wir der Globalisierung nicht gewachsen, das ist doch einfach albern. Entschuldigung, also ich meine, hier gehen doch nicht
um 17 Uhr die Lichter aus, weil jeder nur von irgendwie 9 bis 17 Uhr arbeitet und danach ist hier Ende Gelände. Das ist ein Argument in Anführungszeichen der Arbeitgeberseite, dem fehlt jede Grundlage. Wir wollen nicht, dass Schindluder getrieben wird mit der Gesundheit der Beschäftigten und wir wollen auch nicht, dass damit Experimente gemacht werden. Im Koalitionsvertrag heißt es ja, dass man sogenannte Experimentierräume schaffen wolle und eine Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz verankern möchte. Das, sage ich in aller Klarheit, lehnen DGB und Gewerkschaften ab. Und da haben wir alle Argumente auf unserer Seite. Heute werden schon jedes Jahr mehr als 800 Millionen unbezahlte Überstunden geleistet. Das ist ein teures, absurdes Geschenk an die Arbeitgeber zu Lasten des Geldbeutels von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Arbeit, die geleistet wird, muss auch erfasst und bezahlt werden, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Und die Zunahme von Projektarbeit, meist mit zu wenig Zeit und Ressourcen, der steigende Druck bei der Arbeit, die ständige Erreichbarkeit, auch am Feierabend, am Wochenende, im Urlaub, das laugt die Menschen aus, das macht sie kaputt, das macht ihnen erheblichen Stress und nachher dann große Probleme, sich zu erholen oder überhaupt wieder abzuschalten. Und dass das zulasten ihrer Gesundheit und des Zusammenlebens mit Familie und Freunden geht, das liegt ja auf der Hand und wie sehr das belastet, das zeigen dann unsere Beschäftigtenbefragungen über den DGB-Index. Gute Arbeit schon seit Jahren. Digitalisierung macht übrigens, fürchte ich, mehr und nicht weniger Stress, bisher jedenfalls. Bei einem DGB-Index gute Arbeit haben wir nämlich genau danach gefragt und da war das Ergebnis, 81% der Beschäftigten mit einem hohen Maß an Arbeit mit digitalen Mitteln sagen, dass sie sehr häufig oder oft gehetzt arbeiten müssen. Fast 3/4 haben infolge der Digitalisierung ein erhöhtes Arbeitspensum zu bewältigen und mehr als die Hälfte werden bei der Arbeit vermehrt überwacht und kontrolliert. Das zeigt, wie dringend wir hier die Anti-Stress-Verordnung für den Schutz der Gesundheit brauchen. Und das müssen wir gemeinsam von der Großen Koalition einfordern, auch wenn sie es im Laufe der letzten Legislatur versucht hat, möglichst elegant mehr oder minder unter den Teppich zu kehren. Aber es gibt aus den Befragungen übrigens auch eine gute Nachricht. Wer Einfluss auf Arbeitsmenge und Arbeitsablauf nehmen kann, der sieht sich erheblich weniger ausgeliefert und unter Druck als Beschäftigte ohne Mitbestimmungsrechte. Und ich finde, das belegt nochmal, wie wichtig Mitbestimmung und Beteiligung gerade in Zeiten der Digitalisierung ist. Aber übrigens Achtung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nicht alles, was uns als Folge der Digitalisierung verkauft wird, hat auch wirklich was damit zu tun. Und wenn die Arbeitgeber die Öffnung des Arbeitszeitgesetzes fordern, dann sollen hier unter dem Deckmantel von Arbeit 4.0 Positionen der DEHOGA durchgeboxt werden. Ich meine, das kennen wir von der Mindestlohndebatte und der Arbeitszeitdokumentation nach dem Motto, Arbeitszeitdokumentation hatten wir noch nie, stimmt, sollten wir aber haben. Und das ist eben ja von DEHOGA immer wieder vorgebracht worden. Und wegen der Arbeitszeitdokumentation und dem Mindestlohn kann ja keine Hochzeit und keine Party mehr länger dauern, ihr erinnert euch. Aber alles das ist nicht New Work, sondern das ist ziemlich Old School. Und Old School ist auch eine hochflexible Arbeitsform, die nicht IT-Fachleute betrifft, sondern ebenfalls Gastronomie und Handel, aber auch im Baugewerbe stattfindet. Ich spreche von Arbeit auf Abruf, einer besonderen Form prekärer Beschäftigung, die wirklich üble Auswüchse hat. Ihr erinnert euch sicher an die eine oder andere Geschichte, die auch nochmal durch die Medien gegangen ist, eine H&M-Verkäuferin, die dann berichtet hat, dass es Monate gibt, wo sie 40 Stunden arbeitet. Das ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestarbeitszeit von 10 Stunden die Woche und es gibt Monate, wo sie 150 Stunden arbeiten muss. Das heißt, mal kommt sie auf 440 Euro im Monat, mal auf 1.100. Planungssicherheit hat sie nicht. Häufig erfahren die sogenannten Flexkräfte, wie H&M-Beschäftigte genannt, dann in dem Zusammenhang genannt werden, erst kurz vorher, ob und wie lange sie gebraucht werden. Und ich finde, da muss der Gesetzgeber ran, damit nicht immer mehr Menschen zu miserablen Löhnen dann wie Figuren auf dem Schachbrett durch die Woche geschoben werden. Wir fordern, dass Arbeit auf Abruf verboten wird. Liebe Kollegen, lasst mich noch ein letztes Thema ansprechen, das mich sehr umtreibt, aber im Koalitionsvertrag leider mit keinem Wort mehr erwähnt wird. Die Millionen Minijobs. Die sind insbesondere für die Frauen, die hier arbeiten, eine direkte Rutschbahn in die Altersarmut. Und die Arbeitszeitwünsche sind ja auch ganz andere. Viele möchten gerne, also viele, die im Moment in Minijobs hängen,
möchten gerne in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit oder Vollzeit arbeiten. Und ich finde, diese Kleinstarbeitsverhältnisse gehören umgewandelt in sozialversicherungspflichtige Teilzeit und Vollzeit. Das ist überfällig, das entspricht den Wünschen und das ist auch nötig, um die Sozialversicherung in Zukunft zukunftsfähig aufzustellen. Ich glaube, dafür wäre es auch ein wichtiger Schritt. Jede Beschäftigung, und da bin ich dann bei dem, was ich für normal halte in dieser Gesellschaft oder was ich zur Normalität gerne erkämpfen würde, jede Beschäftigung gehört in den Schutz der Sozialversicherung. Auch die Selbstständigen, Crowdworker, Werkvertragsbeschäftigte und eben auch Minijobberinnen und Minijobber. Jetzt habt ihr in der Broschüre, einen Punkt will ich noch mal konkret aufgreifen, den Vorschlag gemacht, auf kurze Vollzeit zu orientieren und Wahlmöglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzumachen. Da kann ich im Grundsatz nur sagen, ja, genau, das finde ich völlig richtig. Ich bitte euch nur, zwei Dinge bei eurer weiteren Diskussion noch mal zu bedenken, aber wir haben ja auch noch jede Zeit der Welt, um das in Ruhe zu diskutieren. Der Rechtsanspruch auf mindestens 22 Stunden bei Teilzeitarbeit, den ihr hier formuliert, da sind die Arbeitsrechtler, gebe ich zu, bei uns sehr skeptisch, ob sich das im deutschen Recht denn so auch verankern lässt. Muss man sich dann genau gemeinsam angucken. Und der zweite Punkt, den ich euch bitte, dann nochmal bei der Diskussion auch immer mitzunehmen, ist die konkreten Schritte, die zum besseren Schutz heute prekärer Beschäftigung helfen können und die nötig sind. Die sollten wir über den großen Wurf, der auch nötig ist, eben nicht aus den Augen verlieren, sondern auch praktisch gemeinsam vorantreiben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Schlaglichter, die ich heute hier bei der Frage, wo stehen wir im Kampf um gute Arbeit, setzen konnte, die haben natürlich zwangsläufig viele Themen unbeleuchtet gelassen. Da gehört dann die Aufwertung sozialer Berufe genauso dazu wie das Gender Pay Gap und vieles andere mehr. Aber ich finde, klar ist, der Kampf um gute Arbeit ist dringend nötig und der muss auf unterschiedlichen Ebenen geführt werden. Wir müssen die Auseinandersetzung sowohl betrieblich, tariflich und auch gesellschaftspolitisch führen. Und diese Auseinandersetzung ist auch die Auseinandersetzung darum, was in unserer Gesellschaft eigentlich normal ist und welche Normalität wir eigentlich wollen, die für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für alle in dieser Gesellschaft Teilhabe auf Augenhöhe möglich machen kann. Ich freue mich von daher über die Anstöße, die ihr mit euren Vorschlägen hier für die Aufholjagd für gute Arbeit setzt. Und ich glaube, diese Debatte braucht Impulse, sie braucht Austausch und aktive Einmischung, sie braucht den großen Wurf und sie braucht die konkreten Schritte. Ich glaube, bewegen werden wir nur was, wenn wir gemeinsam mit unseren unterschiedlichen Perspektiven und Möglichkeiten für gute Arbeit streiten. Dankeschön.